Gegeben sind ein Kreis K und ein Punkt P, der auf dieser Kreislinie liegt. Die Gleichung der Tangente T an den Kreis im Punkt P ist zu bestimmen. Für den Kreis K ist die Gleichung x minus 3 in Klammern zum Quadrat plus y plus 2 in Klammern zum Quadrat gleich 25 gegeben. Für den Punkt P kennen wir die Koordinaten 7, 1. Um nun die Tangente zu bestimmen, berücksichtigen wir, dass der Vektor vom Mittelpunkt zum Punkt P, zu diesem Berührpunkt, ein Normalvektor auf der Tangente ist. Die Koordinaten des Mittelpunkts lesen wir aus der Kreisgleichung ab. Plus 3, minus 2. 3, minus 2. Für die Normalvektorform benötigen wir einen Ausdruck für den Punkt x, der auf der Tangente an beliebiger Stelle liegen kann. Er ist durch das Koordinatenpaar x, y festgelegt. Und dann kennen wir den Normalvektor, der Vektor von p nach m oder von m nach p. Und nun können wir für die Tangente die Normalvektorform n mal x gleich n mal p aufstellen. Die Tangente t ist, wie aus der Zeichnung ersichtlich ist, tatsächlich Tangente an diese Kreislinie im Punkt P.